Benvenuti, Signore e Signori della Mappa Italia. In diesem wunderschönen Apel, ne? Bei Regen. Ist klar. Aber ihr seht schon, Scheibenwischer stockt auch ein bisschen. Also, eigentlich will der gar nicht. Irgendwie sieht er so ein bisschen aus, wie als wenn wir hier in so einem U-Boot sitzen, oder? Ja, gut, genug Regen ist ja da, ne? So, hier. Vollgas. Tank ist voll. Wir können alles geben. Ach komm, wir können auch Licht anmachen. Der hat auch nur Licht oder nicht Licht. An oder aus. Zwei Stufen. Weil ich ja gerade, ob wir mit der Ape mal durch die Walachei fahren, können wir eigentlich auch mal machen, ne? Ja. Wird wahrscheinlich direkt reagieren auf alles, was wir hier befahren, aber dann ist das so. Ne, wir fahren nach vorne runter. Ist diese kleine Strecke, dann fahren wir da an den Gleisen entlang. Und ich glaube, das letzte Stück an den Gleisen ist auch nicht für große Geräte gedacht. Da können wir vielleicht mit der Ape langfahren. Schauen wir mal. Ja, wie gesagt, immer ein bisschen andere Wege gehen. Oh. Wackelt dann sich hier über das Kopfsteinpflaster. Ist unsere, ne? Die muss auch ein bisschen gebaut aussehen. Beule hier, Beule da. Gehört einfach dazu. Ist aber auch ein wenig nervös auf der Vorderachse. Aber ich glaube, wir können besser hier in einer Fahrspur bleiben. Schon auch schön hier, ne? Bräuchten wir denn alles für Pferde? Brauchen wir auch Karotten, ne? Ich glaube Heu, Gras, mittlerweile. Ich glaube, weiß gar nicht, was brauchen wir denn bei Forage Extension alles? Schon eine ganze Menge, ne? Also Karotten definitiv. Heu auch, Gras meine ich auch. Ja, Ape, was ist los? Leier so ein bisschen. Wegen dem Berg hier. Ja, kann man schon mal. Kann einem schon mal ein bisschen schwer fallen. So, jetzt ist aber auch bald genug hier mit dem Regen in Italien, ne? Macht einen ja depressiv hier. Wir sind hier im Urlaub. So, müssen wir mal vielleicht so ein bisschen an den. So, passt mal auf, hier gibt es nämlich tatsächlich. Seht ihr das? Ach, guck mal, da ist doch tatsächlich einer angekommen. Das ist doch schön. Hier gibt es nämlich so einen kleinen Fußweg für die Ape, eigentlich genau das Richtige, oder? Guck mal hier. So ein Fußweg hier bis zum Schafstall. Da sollte man aber auch nicht zu schnell lang fahren. Ist noch ein bisschen hügelig hier. Ja. Wusste doch, dass die Ape für irgendwas gut ist. Oh, guck mal hier. Oh, okay. Ist, tatsächlich. Hier, guck mal hier. Das ist wirklich nur für kleine Gerätschaften geeignet, dieser Fußweg. Aber da sind wir. So, und wisst ihr, was so viel wie hier an Wolle zusammenkommt, können wir den auch schön mit der Ape wegfahren. So. Jetzt wird aber erstmal gefegt hier. Schwusch. Hier, damit. Zzt. So, bitte. War das schon mal wieder ordentlich sauber hier. Ne, das sieht doch gut aus. Ah, können wir hier vielleicht noch mal eben das Licht ausmachen, ne? Brauchen wir ja dann doch nicht. Ne, nicht so. So, Licht meine ich. Ist einfach cool. Ja, meine lieben Schafe, ich hoffe, euch geht's so richtig gut hier. Das, was ihr so bringt, zeigt es nämlich noch nicht, muss ich leider zugeben. Irgendwer hat mir gesagt, wir könnten auch hier die Weide mähen. Könnten wir ja tatsächlich jetzt mal überlegen, eigentlich, ne?
ich glaube, die Geräte stehen dafür an der BGA. Tututu. Ne, wisst ihr was? Erstmal machen wir jetzt was anderes, bevor irgendwas schief geht. Also, mein Plan, wenn man denn da von einem reden kann, ist tatsächlich dieses Feld 2, was wir schon mal hatten, da haben wir schon mal drauf gearbeitet, da haben wir den Auftrag gemacht. Da das ein Ackergrasfeld ist, habe ich überlegt, ob wir das nehmen. Ob wir einfach das Feld, so wie es ist, dann müssen wir natürlich noch warten, bis es fertig gewachsen ist. Aber dass wir dieses Ackergras verwenden, um auch noch in die BGA reinzufahren. Da waren ja auch einige Ballen drauf. Könnte sich schon lohnen, ne? Ich möchte eigentlich nicht. Ja, diese Hangwiesen. Das ist schon eine große Wiese, ne? 156.000. 102 war die. Sollen wir gucken. Aber die zeigt uns das hier nicht an. Precision Farming zeigt nur die Felder an. Nicht die Wiesen, wie viele Hektar das so sind. Ah, jetzt bin ich schon wieder unschlüssig. Aber hier wäre halt der Vorteil, dass wir dann auch, wenn wir dann mal was anderes machen wollen oder genug Gras und Silage drin haben und das gar nicht irgendwie wegkriegen am Tag, dann könnten wir auch mal was anderes machen, ne? Könnten wir nochmal wechseln. Also der Plan wäre, im Moment 200.000 für das Feld auszugeben und dann hätten wir noch 130.000 für Investitionen an Geräten. Da würde die Impress tatsächlich genau reinpassen. Und dann hätten wir tatsächlich das Gras gemäht, geschnitten, gewickelt und dann könnten wir das halt noch abfahren. Das können wir mit dem Ballenwagen ganz gut machen, reinpacken in die BGA. Und dann hätten wir auch so viel, dass es sich wirklich die ganze Technik, auch die wir dabei haben, lohnt, ne? Im Moment, sage ich euch ganz ehrlich, bin ich gewillt, das zu tun. Mein nächster Schritt wäre dann, glaube ich, das hier, oder was ist denn hier, mit auch 176.000, ne? Bevor wir das mit Pferden wieder raus haben, mit 2, 3 Pferden, dann sind 10, 12 Tage vergangen. Also das dauert dann ewig, ne? Obwohl der Stall echt schön ist. Also da unten dieser Pferdestall, einer der schönsten Pferdestelle überhaupt, die es gibt im LS. Das ist so. Ne, wir machen das so hier. Ich kaufe das Feld. Kaufen. Ja, bitte. So, was könnten wir denn hier? Hier sind 90.000. Wenn wir das aufbereiten, dieses Stück, wie gesagt, Forst, dann könnten wir das ja durchaus verkaufen. Ne? Wir müssen es aber aufforsten. Das würde schon mehr Minimum, finde ich. Also, wir haben jetzt ein neues Grasfeld. Ne? Und, wisst ihr was, damit wir gar nicht lange fackeln, damit wir einfach das klar haben, ich kaufe die Impress. Kaufe ich die? Ja, ich kaufe die. Ja, komm. Folienfarbe, nix schwarz muss das sein. Mit Ballendreher, ja, den müssen wir drehen. Also ohne den geht das auf keinen Fall. Michelin-Reifen, nee, der braucht schon. Was ist denn der bessere Grip für den Hang? Ach komm, wir nehmen mal die Michelin-Reifen. So. Kaufen. So, meine Freunde, Kohle ausgegeben. Komplett. 300 noch was 1000. Und da haben wir auch wieder hart für gearbeitet, ne? Aber wir sind auch ein ganzes Stück weiter. Wir haben auch ein ganzes Stück weiter. Das Ding ist tatsächlich, dass wir hier auf der 2 noch nicht arbeiten können. Das muss noch in die nächste Wachstumsstufe kommen. Wisst ihr, Gras muss mindestens in die 2. kommen. Dann, erst dann hat das wirklich
wirklich einen guten Nährwert auch bekommen. Und das seht ihr auch hier, ne? Da fehlen noch diese Blüten drauf. Jetzt regnet es ja ein bisschen. Wenn dann wieder die Sonne bald scheint, dann sollte entsprechend was bei rumkommen. Und ihr wisst es hier, ne? Wir haben hier auf der Fläche tatsächlich nur hier diesen Zugang. Natürlich schon ein bisschen bitter. Aber habe ich mir jetzt so ausgesucht, ne? Das wollte ich so. Wir müssen es ja auch nicht ewig behalten, wenn das dann wirklich sich rausstellt, dass das total blöde Entscheidung war. Aber lass uns doch mal die neue Impress gucken. Das ist unsere. Freunde, der Hammer ist eigentlich, dass wir tatsächlich immer noch nur Unterstellfläche bei der BGA haben. Und wisst ihr was, da bringen wir sie jetzt auch mal eben hin. Klar, der Deutz kann die nicht ziehen, in der Regel, aber hierfür kann er sie auf jeden Fall ziehen. Das sollte ausreichend sein. Also, um die zur BGA zu bringen, ne? So, Schläuche dran. Ja, guck mal hier, hier sind schon schöne, zwischendurch schöne Lichteffekte, aber wie gesagt, das Licht wahrscheinlich wirklich nur daran, wenn die Sonne mal gerade durchkommt. Ja, oh, hier, ja, Familien, Minivan. Ja, dann werden wir deutlich mehr, ja, wenn wir Miguel und Paola mehr einsetzen können, ne? Ja, die brauchen das Geld auch. Also, das alles nur für unsere Mitarbeiter. Ja, die sollen ja aber davon haben. Das heißt, wir haben relativ viel Gras, aber ist uns auch nichts fertig gerade. Wir können tatsächlich nicht, wirklich nicht viel machen. Gesehen, der Stand 20 km/h ist hier, aber das ist meine BGA, da darf ich ja wohl fahren, so schnell wie ich das will. Oh, 20 ist vielleicht doch nicht schlecht bei der Presse hinten dran. Ja, man merkt schon, dass die schon ein bisschen zerrt an dem Traktor. So, da stellen wir sie eben unter. Mal gucken, das könnte sein, dass der. Wir müssen mal gucken, wie viel PS die braucht. Vielleicht schafft der kleine Fiat Agri den ja noch. Das wäre schon nicht verkehrt, ne? Also noch einen großen Traktor können wir uns im Moment definitiv nicht leisten. So, stellen wir den vielleicht nochmal mit hier rein. Passt das ja, das müsste passen, ne? Ja. Guck mal. So. Ja, ist aber zu viel Platz haben wir dazwischen nicht gehabt. Na, guck mal hier. Dann haben wir das schon wieder was Neues da am Start. Achso, wir wollten gucken, was die Presse denn an PS braucht. Manchmal guckt man das vorher, ne? Bevor man so ein Ding neu kauft. 160 PS, das sollte hinhauen mit dem. Ne, Moment, der war hier. Da, 180 PS bringt er mit. Das sollte hinhauen. Dann können wir die tatsächlich ordentlich fahren lassen. Ach, guck mal, das habe ich vergessen. Den Wender. Aber gut, der bringt das so, im Moment sowieso nichts. Es regnet in Strömen. Dann lassen wir das mal gerade. Meine Lieben, ich würde sagen, das Einzige, was wir machen könnten, wäre tatsächlich vorzubereiten. Für das Feld 2, das war das Gerät schon dahin fahren, aber es regnet auch in Strömen. Also, wir machen mal, wisst ihr was? Wir haben letzte Nacht lange gearbeitet. Ich mache jetzt Siesta, ne? Vielleicht bis Mittag oder so, müssen wir mal schauen, wie lange das hier, wie lange das braucht. Dieser Regen. Und dann sehen wir uns später wieder, ne? Ja, so machen wir das.
Lasst mir ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich, wenn ihr euch freut, dass wir so ein tolles neues Gerät gekauft haben. Ja, schön. Das Spiel besteht daraus, liebe Leute, ne? Es ist so, man möchte was erreichen. Das ist immer so ein Schritt und wir haben jetzt eine Impression. Oh, guck mal hier, kann man hochklettern, das ist auch cool. Wir haben jetzt eine Impresse gekauft, wir haben ein neues Feld gekauft für Gras und ich hoffe einfach, dass wir demnächst so viel Silage und Gras haben, dass wir jetzt gar nicht alles wegfahren können. Das wäre ja so mein großer Wunsch, ne? Dass wir dann auch mal in die Silos reinfahren können. Brauchen wir dann natürlich irgendwann noch einen Ladewagen. Aber auch das sollte nicht das Problem sein. Ja. So machen wir das. Liebe Leute, ich wünsche euch was. Arrivederci, alles Gute, bye bye und ade.